Weiter geht es durch den Ort Ellerslie. Nichts Besonderes, aber diese Fahrt von den Narrows nach Hintman ist unsere letzte Chance, sicherzustellen, dass alles mit den Bremsen in Ordnung ist, bevor wir den Sandpatch Summit erklimmen. Das Herunterkommen kann genauso heimtückisch sein. Nach den Windungen bei Glencoe und Fairhope werden Sie froh sein, Hintman vor sich zu sehen. Fühlen Sie sich nur nicht zu sicher. Zu schnell in die Kurve bei Corriganville gefahren und Sie finden sich umgehend im Dreck wieder. Oh je. Das kann ja heiter werden. Aber wir fahren erstmal nach Cook Mills. Da sehe ich aktuell auch keine Probleme, die da irgendwie aufkommen können. Ich meine, wer zu schnell fährt. Wir werden doch niemals so schnell fahren. Wo kämen wir denn da hin? Einfach nur ganz genau so wie wir fahren sollen und dann passt das schon. Vielleicht ein bisschen vorausschauend, aber ich denke mal so, was die Geschwindigkeit so betrifft, ist aktuell so ohne Waggons noch ziemlich gut geplant. Oh, jetzt geht's glaube ich bergab. Dann sollten wir mal ein bisschen Power wegnehmen. Oder es geht auch bergab. Oder ich sehe ihn schon wieder falsch. Es ginge. Es geht wieder bergauf. Die Steigung laufen wir wieder ein bisschen zu. Was ist in Amerika so, was die Geschwindigkeitsbeschränkung, die Veränderung davon, dass es dort ein bisschen vielleicht schwieriger zu lesen ist? Und dann muss man wirklich auf diese kleinen Pupel-Dinger da achten. Und die kann man ja sehr leicht überlesen, weil es ja wahrscheinlich entweder das obere oder das untere zeigt dann das nächste. Ich glaube, das untere wahrscheinlich hier. Da muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen informieren drüber, dann kann man das auch easy ohne alles hart machen. Aber fürs Erste lassen wir das mal so, wie es ist. Und hören uns die nächste Geschichte über Cook Mills an. Sie fahren großartig bis jetzt. Weiter so. Ah. Dann halt demnächst über Rose Creek. Nicht, dass uns jemand vor den Karren läuft. Das ist eher so der Meilen. Ich dachte wohl der Meilen schon, das wäre auch ein bisschen zu krass. Ich weiß es nicht. Blöd.
lassen wir es erstmal dabei, dass wir wissen, dass es existiert. Und wie es aussieht vor allem. Und beim nächsten Mal gibt es einen Grafikfehler. Oh, das nächste Signal. Obwohl doch nicht. Es sah aus, ob das nächste Signal gelb ist. Also, den ganzen Bächen. Gut, die Grafikfehler kommen wahrscheinlich eher von meiner AMD Radeon R9280. Wird sich die wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ab nächstem Jahr dann ändern. Da ich mir dann wieder einen neuen PC zusammenstelle und diesen, den ich jetzt gerade habe, eher nur als Render-PC benutzen würde, sofern er dann noch lebt. Sie haben sicherlich bemerkt, dass wir uns viele Streckenabschnitte der Sandpatch Grade mit dem Wills Creek teilen. Diese Hügel lassen kaum Raum für eine Eisenbahn, sich dort durchzuquetschen. Okay. So, der nächste Ort ist auch schon der Ort, wo wir unsere die reparierten Waggons abholen werden. Mann, Waggons, ja, ne? Tut mir leid, aber das ist schon über eine Stunde her, dass ich die Aufgabenbeschreibung einmal anhören durfte. Mehr oder weniger. War das einmal? Ich weiß schon. Nächstes Signal ist gelb. Also das nächste wird dann wahrscheinlich rot sein. Ja, nicht so wild, denn wir sind ja schon da. Bald. Allzu weit ist es ja nicht mehr. Ach, ist ja egal, ob das nächste Signal jetzt erstmal für uns gelb ist. Machen wir auch schon mal jetzt. Später werden es wahrscheinlich eher gebrauchen, wenn wir noch 50 Waggons hinten dran haben. Ui! Ich habe mich gar nicht kommen sehen. Verdammt! Wie weit ist jetzt noch nach Hindman? Das kann nicht mehr allzu weit sein.
was da. Haben wir bestimmt noch eine Story erzählt und dann die nächsten Anweisungen. Aber Story wahrscheinlich ja nicht, sondern eher die nächsten Anweisungen. Was wir als nächstes tun müssen. Aber das hören wir jetzt. X551. Unter Beachtung der Signalbilder halten Sie an und setzen Sie auf das Nebengleis zurück. Over. Hier ist X551 in Anfahrt auf Hintman. Wir bitten Freigabe zum Halten und zum Zurücksetzen auf das Nebengleis in Hintman. Over. X551. Unter Beachtung der Signalbilder halten wir und setzen zurück. Out. Wo denn jetzt? Wir fahren durch Hintman. Das Nebengleis sollte in Kürze auf der rechten Seite zu sehen sein. Es verläuft bis kurz hinter die Stadtgrenze. Halten Sie hinter der Weiche und wir setzen auf das Gleis zurück und kuppeln an die dort stehenden Wagen an. Das wird wohl sein, das werden wohl die Defekte sein, denn das scheint das Leben rechts zu sein. Ich habe es nicht gesehen. Vorbereitet, dass wir jetzt zurück müssen, damit es ein bisschen schneller geht. Brauchen wir wieder zurückrennen. Da haben wir ein bisschen zu weit. Anfangen wir zu gucken. Alles klar. Lösen und rückwärts.
Irgendwie wollte er da nicht. Schalten Sie alle eingeschalteten Lichter an der Lokomotive aus. Okay. Ah, genau, wir sollen ja. Das wird jetzt übernommen. Nein. So. Gute Arbeit. Bevor wir zurückfahren, gehen wir noch mit der Reparaturmannschaft einen Happen essen. Die Kollegen stehen dort drüben, bei dem Pickup-Truck. Sehr schön. Ups. Hallo. Hallo. Oh. Da bin ich wohl rausgekommen aus dem Monitor. So, ich dachte, die Mission soll 60 Minuten dauern. Das sind jetzt aber nur 40 geworden. Okay, dann wurden es halt nur 40. Nicht schlecht. Ich nehme davon aus, das ist ein gutes Zeichen. 8000 Punkte haben wir bekommen. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz der zwei Anläufe. Und beim nächsten Mal wagen wir uns an die nächste Mission. Halten Sie die perfekte Szene fest und teilen Sie. Ja, wie kann man denn jetzt Fotos machen? Oder geht das nur bei in einem bestimmten Fahrplanmodus oder so? Nächste Folge werden wir auf alle Fälle nächstes Mal, wenn wir einfach hier die Mission unkompliziert machen. Und werden uns dann weiter nach unten arbeiten. Viele sind es nicht mehr danach, aber erstmal haben wir noch einiges vor uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Ich bin's Francesco vom Kanal Seilenspinner. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!